Vielen Dank. Eine Jazzband, die berühmt werden will, muss auch politische Lieder machen. Und die machen wir jetzt. Und wir haben in der Band lange überlegt, was ist denn ein Thema, was uns wirklich politisch auch auf den Nägeln brennt. Und das ist das Pendlerelend in den USA. Und es gibt Leute, Sie kennen das vielleicht, die USA ist ein unglaublich großes Land und Menschen müssen, die jeden Tag zur Arbeit pendeln, müssen teilweise ganze Staatsgrenzen durchqueren und sind teilweise 6 bis 8 Stunden im Zug, müssen dann 8 Stunden arbeiten, 6, 8 Stunden. Allein die Pausenbrote, die man da mitnehmen muss, sind erhebliches Mehrgewicht. Das müssen ja alles zahlen, ne? Das ist ja wie bei Ryanair, müssen ja die ganzen. Und dann sitzen die da und wenn sie jetzt den Zug verpassen, umso schlimmer, weil da fährt ja nur alle 2 Tage so ein Zug und dann ist man irgendwie total, dann fährt man natürlich totale öde Gegenden und man hat keine Abwechslung. Und da haben wir gesagt, also das müssen wir in ein Lied packen, was diese Missstände anprangert. Demzufolge kann man gleich mit Eisenbahn und Amerika kann man darauf, da haben wir unglaublich viele Chinesen auch mit gearbeitet und die sind ja auch sehr ausgebeutet worden, haben wir gesagt, das können wir gleich mit reinpacken, dann nehmen wir so eine kleine chinesische Phrase rein, ich weiß nicht, ob Sie das erkennen, wenn wir das spielen, also wenn Sie diese chinesische Phrase hören, dann denken Sie bitte an das Elend der chinesischen Eisenbahnarbeiter und an das Elend der Pendler in den USA. Und ich denke, mit diesem politischen Statement kann man berühmt werden. Hoffentlich. Last Train Home.